Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Runde bei Space Hulk Tactics. Wieder mit dem Schwarm unterwegs, den Tyranniden, den Symbionten / Genstealer und wir sollen ein Ziehträger oder Liberain, ach keine Ahnung was das auf Deutsch hieß, und einen Typen mit schweren Waffen töten. Dann machen wir das doch mal. Surrounded and cut from their boarding craft, the Dark Angels regrouped around the mighty Lexicanum Lathriel to form the spearhead of a breakthrough attempt. For the Brood, it was a new test, their first battle against the ethereal power of a Psyker. Psioniker, ja. Ein Ordenspriester wahrscheinlich ist das, oder? Ein Skriptor. Ich glaube, könnte das ein Skriptor gewesen sein? Ich habe mal gerade mal in den Codex geguckt. Und weiter. Ja, töten, töten, töten. Machen wir ja auch immer liebend gern. Sie kommt da in die Mitte. Das heißt, sie müssen nach oben. Und die Katze geht mir gerade auf die Nüsse. So, Katze, beruhig dich mal. Ein Reaperfax. Was ist denn ein Reaperfax, Biomorph? Das interessiert mich doch wieder. Also sie haben sich quasi aufgeteilt und wir haben nur hier und hier haben wir zwei Möglichkeiten, die zu holen. Ja, und dann zum Schluss hier. Also hier haben wir drei, hier haben wir zwei Möglichkeiten. Na, vier mit jeweils hinten. Ach komm, machen wir mal. Also wir könnten doch schon aus... gut wegsnacken. So, Aufstellung ist dieselbe. Wir sind bereit. Komm, let's go. Let's go. Let's go. Was haben wir denn noch hier so für Tyranniden? Ein Tyrannofex gibt's noch. Das war, glaube ich, der übelste oder Schwarmherrscher. Wie sie alle hießen. Unterstützung. Ich liebe Karnifex. Ah, Biovoren. Die haben ja so Sporen geschossen. Hey! Action! Hey! I found a way out of this nightmare. But the route is blocked by this hatch. I know not how, but the orcs that once lived on this wreck managed to bring a psionic lock holding it closed. I'll disable it, then we can extract. For the lion, Deathwing, attack! Ja. Ah, ganz kurz Augenblick, Entschuldigung. So, ich muss der Katze ihr Kissen auf die Arbeitsplatte packen, neben meinen Rechner. Die Katze ist hier, es ist hier so ein Tyrannid, der sehr ja, menschengebunden ist und die will gerade in der Nähe sein. So, töte, ja, ich sag mal Psioniker, der Skriptor. Ich nenne ihn Skriptor. Und wir haben wieder verschiedenste Punkte. Also wir müssen aber nur den mit der schweren Waffe zerstören und halt den Skriptor. Mal gucken. Der ist hier in dem Trupp drin. Mit dem Sergeant und der andere ist... Okay. Kann man auch das mal so. Da ist der Ausweg. Ach, die haben zwei Möglichkeiten. Das ist jetzt uncool. Na gut. Soll uns nicht stören. Schon wieder beim Laden diese Tonprobleme. Das kriegen die nicht geschissen. Das nervt. Aber ja, das spielt mobilen Türöffner. Na, kriegst nicht auf. Symbionten. 50 Meter weiter weg und noch weiter da. Felder, da kriegst du sofort mit einem Schuss zerpimmelt. Aber die Tür kriegst du nicht auf. So, der Skriptor kann seine Ziehkräfte einsetzen. Diese verbrauchen Psi-Punkte. PP.
Pro Zug kann nur eine Psi-Kraft eingesetzt werden. Okay. Ah, wenn wir die Fässer zerstören, vielleicht kriegen wir da mal einen kaputt. Ah, der hat hier was blockiert. Hm? Danke. Da können wir wahrscheinlich nicht durch, oder wir müssen mehr Bewegungspunkte opfern, um da durchzukommen. So, wir wandeln nochmal eine Karte um. Der eine ist ja quasi gleich da. Na, da können wir eh nicht gerade nicht weitermachen. Joa. Dann schicke ich da mal lang. Und den zweiten schicken wir da lang. Ach, jetzt habe ich gar nicht nachgeforscht, wie wir denn die anderen Viecher bekommen. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ist die Tür da noch zu? Hm. So, da haben wir welche. Wir müssen nur die Scheißtür aufkriegen. Dann war es das halt mit der Runde. Ah doch, die Tür ist offen, fuck. Die Tür ist offen, aber wir sind noch gar nicht da. Wir müssen unbedingt da welche rauskommen lassen. Wir sind auch schon quasi gleich da. Hm, das ist eine doofe Runde. Lass die Tür zu, Marine. Ich hoffe, das Krypto macht jetzt nicht irgendeine Scheiße, damit er uns behindert. Na, dann mach die Tür auf da. Deckung. 1, 2, 3, 4, 5. Wir könnten den von hinten angreifen. Er hat doch einen gerade gekillt, ne? Ja. Okay. Wir brauchen unbedingt Unterstützung. Gleich der nächste. Komm, komm, komm. Der Schwarm braucht dich, aber du gehst dahin. Bleib mal inaktiv. So. Jetzt hat er den einen da weggeknuspert. Das Schlimme ist, ich kann da nicht langlaufen. Der wird mich wegknuspern. Alleine wenn ich mich da wegbewege, kriege ich einen weg.
Dann sage ich gleich, ich lasse sie nochmal hier stehen. Und hier. Da kommt nicht ran. Vielleicht kann ich ihn nochmal zwingen. Ach, es war nur einer. Scheiße, ich dachte, das wäre ein Zweier gewesen. Na gut, dann hast du alles gemacht, was du machen solltest. Na komm, die Tür kannst du noch aufmachen. Hoch, komm mal, die Tür auf. Da. Da sind zwei gewesen. Brauchen wir Bewegungskornpunkte. Ja, hat uns auch nichts gebracht, ja? Spawne einen Bulwark-Biomorph. Ziele auf einen Zweier- oder Dreier-Plip. Ach so, ich muss die Plips heile lassen. Oh, ich horst. Hartes Spielen. Haben wir einen Zweier-Plip? Yes. Fantastisch. Jetzt habe ich es verstanden. Gut. Hausaufgaben doch gemacht. Ich wusste das. Ich wusste das. So, ja. Ich will dich auch nur hauen. Scheiße. Geh nochmal einen weiter weg. Dann kriegen wir vielleicht nächste Runde. Ja, der muss leider die Tür öffnen. Kann nicht, Mist. Scheiße! Na, ich gucke mal, was passiert, wenn ich jetzt da durchlaufe. Geht nicht. Er hat den Weg blockiert. Scheiße! Ja, dann haben sie es geschafft. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch habe. Also es kommt nicht an. Er kann zwar in meine Richtung gehen, aber ich glaube nicht. Genau, die sind durch. Durchgebrochen. Wo blockiert er mir jetzt den Weg? Scheiße. Naja, er deckt hier alles ab. Er öffnet die Tür. Aha. Na gut, vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Stück, aber mehr werden wir nicht kriegen. So. Umwandeln. Ich pack sie hier hin. Ich weiß, das macht keinen Sinn mehr. So, dann spielen wir sie auch gleich. Den Dreier-Plip lasse ich nochmal. Vielleicht kriegen wir da nochmal irgendwie was Geiles raus. Du kannst ja schon mal auftauchen. Und du stehst scheiße. Ich glaube, die mussten nicht nachladen, ne? Ich versuch's mal. Okay. Ups, habe ich den angekesselt, aber kannst halt nichts machen, Schnucki. Der trifft. Ja, es war sowas von klar. Scheiße.
Ich versuch's. Ja, nicht den Pilz, du Horst. Was? Der konnte ihn abschlagen? Jetzt dreht sich vielleicht der andere um und dann kann er ein bisschen gehen, damit wir die schwere Waffe kriegen. So, der kann natürlich den jetzt beballern, bis er lustig ist. Ja, was macht er? Was macht er? Ah. Kommt durch. Jetzt versperrt er mir wieder den Weg, ey, diese Sackratte. Ja. Kommen wir nicht durch, das ist einfach so. Da kommen wir nicht durch. Aber es hat alles keinen Sinn und Zweck mehr. Ja, mit der schwere Waffe ist Latte, aber wie gesagt, hier 6 Stück kommen wir nicht ran. Doch 5? Fuck! Vielleicht haben wir noch eine Chance. Schieße einfach dahin. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance, den Typen zu kriegen. Wir brauchen ja nur den Skriptor. So, und komm, ich scheiß drauf. Wir spawnen die jetzt hier. Wir spawnen die fertig, komm. Es waren 3 eigentlich. Scheiße. Wollte ich jetzt keinen dritten machen, weil ich keinen Platz habe für einen dritten. Scheiße. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Das darf nicht nochmal passieren. So. Ja. Tut mir leid, aber du kannst nicht gehen. Hier quer rum kommen wir nicht. Vielleicht bleibt er ja nochmal auf diese Richtung der mit der schweren Waffe. So, du hast jetzt eh Spaß, ne? Entweder kriegen wir hier 3, 4, 5 Mal auf die Nase. Oder wir versuchen es einmal. Okay, haben einen. Und dann gehen wir mal gleich aus der Schussrichtung. So, das sieht doch jetzt schon mal besser aus. Das heißt, er zieht aber trotzdem hier hin. Warte mal, wir können ja schräg gehen. Oh, dann machen wir das doch mal. Vielleicht kriegen wir das Blatt doch noch gewendet. Ach, das ist ein Schalter. Der muss den Schalter betätigen. Na gut, einer hat er gekillt. Noch ein. AP, schieß auf die Tür, ja. Ah, die Tür ist kaputt. Jetzt ist sie kaputt. Er geht.
klar. Okay, er muss wohl diese Tür, den Schalter betätigen, um die Tür aufzukriegen. Das habe ich nicht gerafft gehabt. So. Jetzt haben wir... müssen wir das nehmen? Jetzt haben wir natürlich Verluste. Ich schicke sie jetzt alle drei in den Tod gegen diesen Skriptor. Ich hoffe nur, wenn wir den Skriptor jetzt gekillt haben, dass das Spiel nicht beendet wird. Naja, hier oben. Ach, fuck. Ich vergessen. Ach komm, no risk, no fun. Lass ihn laufen. Hat er getroffen? Alter, triffst du den mal? Nein! Boah. Hammer. Er hat unser Mann gekillt. Drecksack. Schon wieder? Ey, was hält der denn ab, Alter? Ja, jetzt haben wir ihn, ey. Das ist nicht eure Chance, im Gegenteil, das ist euer Verderben. Tyranniden. Attacke, der Sergeant kann ja nicht auf alle schießen. Oder doch, eigentlich schon, aber... Ach. So. Also die sind eigentlich auch nur dafür, die beiden sind jetzt nur dafür da, damit er hier das Tor nicht öffnen kann, einfach nur um, ja... abzulenken. So, der nächste Todestrupp rennt los. Und zwar nehmen wir den mit dem längsten Weg. Und sterbe für die Schwarmmutti. Oh, du bist geil. Du bist mein Lieblingssymbiont, diese Folge. Oder Genstealer. Wenn du ihn jetzt so platt machst, dann kriegst du ein Stück Schwarmkuchen. Nein, er kriegt die Axt. Kein Schwarmkuchen für dich. Tut mir leid. So, du kannst einen Schritt gehen, das tust du auch. So, dann haben wir kein Abwehrfeuer mehr. Und der nächste. Kriegst du deinen Schwarmkuchen? Oh, das war verdrückt. Scheiße. Ja, wir wollen auf den Skriptor. 49% Wahrscheinlichkeit. Und wir haben ihn. Yeah. Ja, es gibt ja keinen anderen Weg, außer in seinen Tod zu folgen. Das ist richtig. We have no word from Lathriel and his squad. We must face the bitter truth. We are trapped here with a ravening enemy and no means of escape. So die well, brothers, for the legacy of Caliban. Caliban, das waren die. Ich glaube, ich hatte mal einen Roman zugelesen. Aus der Zeit der Brüderkriege, der Häresie. Das ist ein Vorteil, wenn man Pendler ist. Dann hat man immer viel Zeit zum Lesen. So. Ach, ich hätte auch gern die anderen Leute gekillt. Aber na gut. Der Skriptor war halt im Weg und da hat sich gerade gezeigt, auch da liegen noch 4 Leichen. Oder 5. Masse ist da manchmal auch die Klasse. So, wir kriegen ein Reaperfax. Biomorph. Also bin ich echt gespannt, was das sein wird. Defeated and scattered, their forces isolated in the depths of the Space Hulk. The Dark Angels were doomed. Gene Stealers came upon them from all sides, driven mad by the stench of blood, and so the carnage was wrought. Der Bulwark, der war nicht schlecht, den wir hatten. Der hat zwar einen Schuss abgekriegt, aber der hatte einen Vorteil. So.
Dann haben wir wieder einen Entscheidungsweg quasi. Können bestimmt nicht beides machen, oder? Sergeant töten, bevor er die Konsole aktiviert. Die folgende Einheit muss überleben. Ein Reaperfix. Oh nee, das kriege ich nicht hin, dass Einheiten überleben. Tötet den Sergeant, bevor der die Konsole aktiviert. Entriegle die markierte Tür. 20 Sekunden. Ich weiß nicht, was wir nehmen wollen. Ich überleg's mir. Ansonsten war das glaube ich, das war bestimmt schon wieder die letzte Mission. Was hat man da vor? Da hatten wir durch 4 Kapitel, ne? Das ist 5. Und das war dann 4. Dann hatten wir hier auch nur 3. Dann haben wir hier 3. Dann ist das Thema mit den Deathwing wahrscheinlich Geschichte. Und dann kommen wir wahrscheinlich bei den Blood Angels. Geht's dann da weiter? Ja, so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es am Anfang nicht so gut aussah. Und ich zwischendurch ein bisschen überlegen musste. Aber wir haben es doch irgendwie hingekriegt. Ich glaube, langsam, dass normal doch recht einfach ist. Ich glaube, wir hatten... Oder konnten wir irgendwas an der Schwierigkeit ändern? Ich glaube nämlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da überhaupt was eingestellt habe. Jetzt, wo ich so einspreche. Ich weiß nicht, ob es mal einen Schwierigkeitsgrad gab. Wenn, habe ich ihn auf normal gelassen. So, ist ja egal. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Ne? Also, der Heinrich kann noch jede Menge, der Schwarm kann noch jede Menge Abos gebrauchen. Also, für die Schwarmutter, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.